So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu 10 Days to Die. Es ist Tag 10 und wir werden sterben. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Es ist die Nacht der Entscheidung. Ich habe meine Waffen geladen. Und bin guter Dinge, dass wir zumindest ein bisschen durchhalten werden. Nahrung ist eigentlich gut voll. Werde ich den Kaffee brauchen? 21.44 Uhr ist es. Den Bogen können wir nochmal reparieren. Der wärmt der Kaffee. Ich nehme ihn mal. Dann kriegen wir auf jeden Fall keine Probleme mit dem Getränk, hoffe ich. Wenige Sekunden. 3, 2, 1, naja, nicht ganz. 4, 18, 32. Ich bin gespannt, wo es losgeht. Hier wäre eigentlich am besten. Es ist soweit. Da kommen die ersten. Oh, weh. Okay. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Ah, die Seite ist am schlechtesten geschützt, wahrscheinlich deswegen. Ah, verdammt, ganz knapp vorbei. Wow. Lebst du noch? Nee. Zielwasser habe ich auf jeden Fall keines getrunken. Das wäre auch zu einfach. Na, sage mal. An manche triffst du aber auch. Ja, okay. Der will nicht getroffen werden. Oh Mann, ey, wirklich. Diese Zentimeter. Nicht mal Millimeter. Jawohl, den Arm getroffen, immerhin. Oh. Warum hat er einfach die Waffe gewechselt? Ich bin auf jeden Fall ein Held. Toi, toi, toi. Viel Glück. Ja, du siehst, ich brauche mehr als Glück. Ach, Mann. Aber beim letzten Mal habe ich auf jeden Fall besser geschossen. Aber seit irgendwie 2, 3 Ingame-Tagen gehen die Pfeile auch wie durch die oft durch. Jetzt versuchen sie es mal da drüben. Wirklich, sonst habe ich alle getroffen.
weiß nicht, ob ich die Maussensitivität umgestellt habe oder irgendwas, was mir schon hilft, dabei nicht mehr zu treffen. Das kann durchaus sein, die DPI oder so. Ich habe auch das Gefühl, wirklich, manchmal sehe ich ja, dass die dahinter einschlagen, aber manche Pfeile gehen auch einfach wie gefühlt durch, ohne irgendwas zu machen. Oder die kippen im falschen Moment einfach um. Oder rennen zickzack. Alter, ihr seid Zombies, ihr seid nicht die nächsten, weiß ich nicht, Usain Bolts. Schild mal eure Nuggets. Oh Mann. Wirklich, der fällt ja genau in dem Moment, wo ich loslasse. Kann doch vorher fallen. Dann verschwende ich nicht den Pfeil an ihm. Okay, ich sollte nicht aus so einer großen Entfernung schießen. Sag mal, treffe ich die da? Also bei manchen Zombies habe ich das Gefühl, dass ich die einfach auch nicht treffen kann. Das war gestern im Haus auch so. Den einen konnte ich einfach nicht treffen und dann war ich tot. Obwohl er vor mir stand. Wahrscheinlich gibt es noch irgendeinen Berechnungsfaktor, wie Pfeil geht daneben. Oder Zombie hat Rüstung oder sowas, den ich noch nicht ganz geblickt habe. Der für neue Spieler sehr komisch wirkt. Wäre halt gut, wenn ich zumindest jeden einmal ein bisschen anpieke. Komm schon. Oder ich höre es nur nicht, dass ich treffe. Das kann natürlich auch sein bei der Entfernung. Dann fehlt einfach das auditive Feedback oder so. Kommen sie von da. Mann. Hier sind sie auf jeden Fall dichter dran. Ja. Ah, Mann. Ihr Schweine. Ihr habt Kenny getötet. Jawohl, die habe ich getroffen. Jawohl, so muss ich treffen. Die Rucksäcke gefallen mir auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Oh ja, noch einer. Noch 400 Pfeile. 0:36. Okay. Ey, wechselt schon wieder einfach die Waffe. Ich glaube, meine Maus ist so nicht hundertprozentig ganz mehr. Das kann auch durchaus sein. Oder meine fetten Finger kommen wieder an irgendwelche Sachen ran. Ich kann manchmal die Geschwindigkeit von den Null dazu berechnen zum Pfeilflug. Okay.
Oh, das war, weil ich gehockt nicht gut schießen kann. Nein, das war nicht der Grund. Na, das war doof. Hier ist eigentlich am besten, nicht? Direkt unter einem. Da kann ich schön runterschießen. Ey. Niemand hat gesagt, dass du nach vorne gehen darfst. Hm. Manchmal denke ich auch, jetzt geht er nach links und dann geht er nach rechts. Also wenn die noch schneller wären, würde ich die gar nicht treffen. Das wird die nächsten Nächte auf jeden Fall super lustig. Ja, ja, meine Maus hat ein durchschwingendes Mausrad. Das könnte durchaus das Problem sein. Das ist nicht fixiert. Und das scrollt dann von alleine wahrscheinlich auf die Waffe rauf. Das ist auch ein bisschen lose halt. Das ist eine Razer. Die ist eigentlich super. Aber die hat auch das Problem... Oh, hier sind die echt zu dicht. Ich muss die irgendwie weglocken, hierhin oder so. Na. Okay, sind auf jeden Fall stärker als beim letzten Mal. Wahrscheinlich, weil ich schon ein höheres Level habe. Ich kann leider gerade nicht so viel Chat lesen, sonst verschieße ich noch mehr Pfeile. Die lassen einem auch keine Ruhe. Ja, auf jeden Fall ist das Mausrad halt auch nicht permanent fix. Also es ist so... Es ist zwar fest, aber irgendwie bewegt es sich so im gewissen Rahmen, so um Mikrometer, was reicht dafür... Vor ihre Füße. Oh. Eigentlich brauche ich gar nicht schießen, nicht? Ich kann die einfach kommen lassen. Das ist, glaube ich, viel besser. Ich sollte weniger Pfeile herstellen und einfach mehr auf Absicherung Wert legen. Hast du meine Falle da einfach runtergehauen? Schäm dich. Naja, schäm dich so, dass ich dich nicht treffe. Och, Mann. Aber wie kann denn das sein, dass ich zu 99% vor die Fü... warum isst du jetzt? Okay. Vor die Füße oder hinter den Kopf schieße. Ich meine, die haben doch eine gewisse Fläche, die ich doch irgendwie auch mal treffen können müsste. Allein die Gaußsche Normalverteilung müsste mir doch mal recht geben. Ah, Mann. Zack, weg mit dir. Wenn das jetzt 8 wären, wäre ich total verloren, nicht? Wenn die dann noch von zwei verschiedenen Seiten kommen. Och, Mann, der liegt. Ich schieße und es geht vor seinem Kopf. Mann, dieser Bogen. Okay, die Seite war schlecht geschützt. Ah, wegen sie in den Arm.
Jetzt habe ich mal ein paar Treffer. Jawohl. Erfolgserlebnisse. Ja, von der Seite könnt ihr gerne noch kommen. Ich will mich eigentlich gar nicht um die da hinten kümmern. Weil dann kommen die weiter auf dieser Seite, wo sie nicht kommen sollen. Oh Mann. Okay. Gibt's nicht einfach... Ich hätte gerne so einen Modus wie in Fallout. Bei Fallout bin ich immer auf den Automate-Schießmodus gegangen. Schießen ist einfach nicht meins. Deswegen hasse ich so die Shooter-Teile in Spielen hasse ich immer massiv. Das ist einfach nicht meins. Ich freue mich immer, wenn ich treffe, nicht, aber das ist rein Zufall. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie kann oder... Das ist wirklich rein zufallsbasiert. Oh, die Seite haben sie echt weggesnackt. Manchmal kann ich einfach auch die Geschwindigkeit nicht einschätzen von denen. Dann sind sie erst langsam, dann fallen sie, dann sind sie wieder schnell. Sehe dich, aber ich komme nicht an dich ran gerade. Oh, okay. Denken die auch mal an mich? Wie soll ich an die ganzen Rucksäcke kommen, wenn die da mittendrin liegen? Mann, Mann, Mann. Beweg dich doch nicht so schnell. Ich brauche einfach langsamere Zombies. So aus den klassischen Zombie-Filmen, die Zombies. Die brauche ich. Brain. Sag mal. Aber es ist schon auffällig, wie oft ich in diesem Spielstand nicht treffe. Also im letzten privaten, wo ich gespielt habe, habe ich so gut getroffen. Da dachte ich schon, haben die das geändert? Aber in diesem Spielstand, ich habe ja eine Trefferquote von unter 20% gefühlt. Und wahrscheinlich nicht mal gefühlt. Ja, wirklich. Ich brauche... Gibt es eine Mod für größere Hitboxen? Weil das ist mir echt zu frustrierend, nicht? Da hat man dann irgendwann auch keine Lust mehr. Och ja, genau zwischen die beiden, zwischen den Armen geschossen oder was? Was ist denn das? Jetzt wäre ich sauer. In eure Gesichter. So. Okay, Bogen kaputt. So, siehst du, ich kann doch treffen. Geht doch. Sag mal, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, es geht halt auch einfach nicht, ob ich treffe oder nicht. Oh. Haben Sie noch was zu melden? Puh, 19 Minuten daneben schießen. So. Haben wir's. Oh. Meine Güte. Ich und schießen. Ich sag euch, wir werden keine Freunde mehr. Eieieiei. Schrot ist die Lösung oder Sprengstoff. Da muss man nicht zielen. Das klingt nach einem sehr guten Plan, Eisenbär. Ein sehr, sehr guter Plan. Den werde ich verfolgen. Ich hatte auch im ersten Spielstand deswegen die Schrotflinte genommen. Weil ich davon... aber wir haben gar nicht so viel verbraucht. Überzeugt war, dass es damit besser läuft. Passiert das auch nichts. Nahrung, Essen.
So, was haben wir denn noch geschrieben? Gibt es keinen automatischen Modus, aber irgendwie kann man sich mit dem Auto umfahren. Ja, das wäre auch ein Style, den ich begrüßen würde. So brachial, nicht? Die anderen Bögen und Brüste und Skills verbessern, keine Sorge. Ja, ich glaube auch, ich hatte schon den Skill auf 3 in dem anderen Spiel. Stand, das macht echt enorm viel aus. Also auch die Werkzeuge waren halt ein Level höher und sowas. Das ist schon deutlich schlechter gewesen. Aber ich finde, das lief trotzdem nicht so schlecht deswegen. Aber wir gehen erstmal die Sachen sammeln. Pfeile könnte ich wieder einsammeln, aber die spawnen ja schon, nicht? Also die sind... Ach, mein Mausrad ist auch... Ich bin auf die Taste für Mausrad lösen gekommen. Ah, okay. Never mind. Ah, ich bin wieder zu weit um. Also von oben sah es, glaube ich, schlimmer aus, als es hier unten eigentlich ist. Also die Seite müssen wir auf jeden Fall verstärken. Aber guck mal, ich dachte, die sind hier schon am Haus dran, aber die waren noch in Ebene 2. Und hier waren sie noch am Stacheldraht. Ich brauche, glaube ich, mehr Stacheldraht. Ich baue so eine Ebene Stacheldraht um alles drumherum. Hier sind sie aber irgendwie durchgekommen. An dem vorbei. Aua. Ich kann Holz... Oh, ich habe kein Holz mehr. Pff. Warte, ich sammle erst die Rucksäcke ein. Und die Schrotflinte. Ja, bei mir auf jeden Fall. Das hatte ich auch schon mal. Ich kann die Rucksäcke nicht sammeln. Wisst ihr, was das ist? Warum kann ich den jetzt nicht sammeln? Okay, der geht. Der geht wieder nicht. Das ist natürlich scheiße, sowas. Ich muss auf PC switchen. Ja. Ich habe auch einen breiten Stream, nicht? Also ich stream einmal im Handyformat und einmal im Breitbildformat. Da sieht man mehr, wer Lust hat. Nur so als Hinweis. Muss man halt manuell wechseln unter meine Livestreams. Ja, blöd. Das ist doch Kacke. Drei Dinger, die ich nicht sammeln kann? Oh. Wow. Ja, scheiß Horde-Nacht deshalb, nicht? Ja, eine Schaufel Level 2. Ja, die habe ich auch selber. Also, viel Loot war das jetzt nicht. Muss ich freilegen, aber... Ich glaube nicht, dass das... Die anderen konnte ich ja auch so looten. Ich muss die freilegen? Hä, aber wie dumm ist denn das? Okay, gut zu wissen, weil die anderen konnte ich... ohne sie freizulegen ja einsammeln. Das heißt, manche hängen fest, andere nicht. Sag mal. Also die Hitbox von dem Spiel ist auf jeden Fall wild. Es kann doch nicht sein, dass ich die Rucksäcke alle immer frei schlagen muss dann. Also das finde ich ist ein Scheißsystem. Das ist nicht geil. Das sieht für mich eher nach einem nervigen Bug aus. Oh,
Eine Schatzkarte. Und noch eine Schaufel. Die brauchen wir nicht. Okay, ja. Trotzdem semi-gute Sachen bekommen, nicht wahr? Am besten du baust mit Absicht eine Stelle ein, wo die Zombies leichter nicht hier rankommen. Und dann farmst du diese dann frontal in der Horde-Nacht ab. Dann musst du dich nicht fronten gleichzeitig kämpfen. Ja. Das war eigentlich der Turm geplant. Das Problem ist, wenn die dann trotzdem erstmal von da hinten kommen, dann hilft mir das wenig. Und beim Turm, du hast gesehen, ich treffe sie ja trotzdem nicht. Also von daher müssen wir, glaube ich, eher daran arbeiten, unsere Skills zu verbessern. Das hilft mir, denke ich, am allermeisten. So, aber das Gute ist, wir müssen ja nicht alles reparieren. Zack. Ja, Loot war durchschnittlich gut. Was ist denn mit der Karte? An alle, die es angeht, wenn du im Besitz dieser Notiz bist, dann ist es gut möglich, dass ich von den Toten aufgefressen wurde. Folge dieser Karte zu einem meiner Verstecke mit wertvollen Schätzen, die ich vergraben habe, damit Crazy Jake sie nicht findet. Wenn du es liest, mach das Beste draus. Wir lesen sie auf jeden Fall. Okay, das lassen wir mal hier und das Essen lassen wir auch nochmal hier. Also Nahrung brauche ich mir gar keine Sorgen mehr machen, nicht wahr? Trinken ist eigentlich auch ganz gut. Ach komm, nehmen wir. Hat er Hunger? Komm, essen wir. Einmal trinken wir hier. Wir nehmen immer so zwei Wasser mit jetzt ab sofort. Hier wären nochmal drei gemacht. Was fehlt mir denn gerade? Dings, Dings, Dings. Querformat sieht man aber keinen Chat leider. Ja, das ist wahr. Die ist ja gar nicht so weit weg. Stimmt. Das wären noch zwei getrennte Chats. Da ist YouTube an der Stelle leider noch nicht so weit, dass man verschiedene Formate mit dem gleichen Chat streamen kann. Aber hoffen wir mal, dass das dazukommen wird, nicht? In Zukunft. Oh, ich hoffe, ich habe nicht zu viele Nachrichten überlesen, aber in der Horde-Nacht, nicht? Da bin ich auf jeden Fall beschäftigt. Da hast du die Jetons hier bekommen. Na, dann gucken wir doch mal, was wir da rausziehen können. Ich glaube, wir haben alles Wichtige, nicht? Wir haben Essen, Trinken, wir haben Bogen, wir haben Pfeile. 1,2 Kilometer Richtung Süden. Und wir wollen ja eh Holz sammeln. Aber das Holz können wir jetzt ganz gemütlich sammeln. Über die Tage, nicht? Ich kann immer mal wieder irgendwo anhalten. Essen brauche ich auch nicht. Das heißt, wir können eigentlich die ersten Tage wieder komplett in die Stadt gehen und alles durchlooten. Ich muss nur mal so ein bisschen Grundholz mitnehmen. Das ist, glaube ich, wichtig. Falls ich irgendwas reparieren muss. Ich habe gerne immer so mindestens 100 in der Tasche. Eine Taktik, die ich früher immer hatte, wenn irgendwas kam, mich einfach auf diese Blöcke hier hoch machen, nicht? Ganz früher waren die nämlich super stabil und konnten nicht mit einem Schlag umgehauen werden und sind dann eingekracht. Aber es geht ja alles nicht mehr. Du brauchst Dietrich hier dafür. Ah ja, gut. Wenn nicht, gehen wir halt nochmal hin. Wir sind kein Dietrich-Typ. Schon bei Kingdom Come Deliverance nicht wirklich. Das ist nicht unser Style. Wir sind Landbursche, wir haben keine Ahnung davon, wie ein Dietrich funktioniert. Oh. Oh, der Nachbar ist stabiler. Vielleicht finden wir ja da einen Dietrich. Dann vielleicht. Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ich zerlege die immer.
Stein brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen. Wir wollen aber so oder so in die Richtung. Also es passt eh. Der Händler und die Stadt, die andere sind in die Richtung. Von daher gehen wir da mal gucken. Wie weit ist denn der weg? Oh, der ist da. Okay, der, eventuell kommen wir an den Schatz sowieso nicht ran. Der ist im verbrannten Biom. Beziehungsweise sogar im radioaktiven Bereich. Der ist zu weit südlich. Das könnte ein großes Problem sein. Weil wir sind genau beim Starten, nämlich an eine doofe Stelle gestartet und mussten erstmal nach Norden laufen. Das war in dem Spielstand ein bisschen blöd. Wir sind genau hier gespawnt drin. Dann durfte ich hier erstmal hochlatschen. Und dann wollte ich nicht genau an der zwischen der Stadt und dem anderen da bauen. Wir haben da auch noch zwei Kisten, nicht? Die muss ich auch noch leeren. Da ist richtig viel drin. Wir haben auch noch im Haus was. In unserem ersten Safehouse. Oh. Jetzt haben wir ja die Zeit dafür, uns darum zu kümmern, nicht? Das musste ich ja nur wegmachen, um fertig zu werden. Aber ich muss auch sagen, wir sind gerade so on point fertig geworden, nicht? Also, war knapper, als ich geplant hatte, zumindest. Aber am Ende ist ja doch alles gut ausgegangen. Aber ich habe wesentlich weniger Pfeile verbraucht. Gut, ich habe halt auch wesentlich schlechter geschossen. Ich glaube, weil ich, genau, gegenüber dem anderen Spielstand habe ich halt weniger Schnellspann. Und das merke ich dann doch schon deutlich. Hm. Ah, ich habe das Messer vergessen, nicht? Ah gut, aber ich baue eh keine Tiere. Wir haben irgendwie 60 Nahrung oder sowas. Kannst also glücklich sein, Hühnchen. Könnt alle glücklich sein, ihr Hühnchen. Oh, und ich wollte nach Fahrrad gucken, nicht? Das wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen. Vielleicht hätten wir das erst machen sollen. Jetzt treffe ich. Vielleicht brauchen wir auch bessere Werkzeuge und genauere Werkzeuge und sowas, nicht? Ich meine, die Pickaxe ist auch leider nur Level 3. Also, wir brauchen, glaube ich, noch mehr Bücher. Und wir sind gar nicht gelevelt, nicht? Weil ich so schlecht geschossen habe. Schade. So, Pfeile. Neben Baum einmal anhauen. Das ist meine Taktik. Ein Tänzchen mit dem Baum. Ich laufe gerade falsch. Da wollte ich hin, oder? Ja, da wollte ich hin. Ich wollte nicht unbedingt zum Schatz laufen. Ich wollte mal gucken, was hier hinten nämlich ist. Ein bisschen die Gegend erkunden. Aber ja, ein Fahrzeug wäre, glaube ich, wirklich der nächste Schritt, den wir brauchen. Weil so im Umkreis haben wir dann alles erkundet. Wir bauen echt ewig immer, um in die Stadt rein und raus zu kommen.
Aber ich weiß nicht, ob wir dafür alle Teile halt parat haben. Ich glaube nämlich nicht. Ich würde auch dann zum Schatz fahren, denke ich. Dann können wir auch die Dietrich hier mitnehmen. Und eine Wrench brauchen wir noch unbedingt. Schraubenschlüssel freigeschaltet. Ah. Wenn man vom Teufel redet. So. Ich sammle gerne alte Knochen. Ich kann aber auch nicht dran vorbeigehen. Kennt ihr das? Habt ihr das auch, dieses Problem? Und dann habt ihr auch mal so ein Ding, wo echt was Gutes drin ist. Wir können ja in unsere zweite Notfallhütte. Nein, nein, sie dürfen nicht mitkommen. Die ist nur für eine Person. Es tut mir sehr... Dass die... Wow! Wie lange... Boah, ich dachte schon, der ist tot, solange wie der lag. Uiuiui. Na gut, das war eine lange Folge. Ich würde sagen, die nächste Folge ist eine Loot-Folge in der Stadt. Bis gleich.